Jetzt grüße ich auch die auf YouTube. Hallihallo. Herzlich willkommen beim heutigen Stream. Ja. Wir spielen jetzt weiter Shin Megami Tensei. Letztes Mal hatte ich ja schon richtig viel Spaß, habe mich ein bisschen durchgekämpft. Welche Gruppe steht denn da eigentlich? Diese Omni-Viecher. Ich hole mir mal ein paar Items von denen. Ich skippe das mal für YouTube. Also ab heute skippe ich hier Kämpfe, die ich schon gezeigt habe. Erwähne ich gleich aber auch nochmal. Okay, es ist nicht wichtig, mit wem man redet. Oh, glaube ich, wie lange ich in dem drin stehen konnte, ohne dass was passiert ist. So, die drei Kämpfe sind jetzt vorbei. Ich skippe ja jetzt ab sofort alles, was hier passiert. Hier sind nochmal ein paar Items für mich. Zwei Flaschenkartondeckel und eine Saftdose. Da sind richtig viele Gegner. War ich hier schon? Ja, da war ich doch schon. So. Da oben habe ich auch schon alles eingesammelt. Ich könnte die Teile abgeben, bringt mir aber nicht wirklich viel. So, jetzt geht es aber auch mal wirklich weiter. Ich muss da hinten noch hin. Und natürlich versuchen wir noch weiter diese Mimin zu fangen. Jetzt schon bist du hier? Was willst du von mir? Ich hab schon gehört, ich soll krass sein, ja. Ich bin einfach da vorbeigerannt und hab das Portal verkloppt. Ein Sun der Type. Ich nehme sie mal. Ich vertraue der. Okay. Nee, ich bin nett. Ja, das könnte man wirklich. Die will ja mein Team. Was für ein Dämon die wohl ist? Beziehungsweise was für ein Yokai? Ist ja der Oberbegriff. Oh, hier sind richtig viele Maschinen. Richtig viel Geld. So, hier ist jemand zum Bequatschen. Hallo, was bist du? Du siehst nicht aus wie 20. Aber so lange haben wir einen 20 Jahre Zeitsprung gemacht. Vor 20 Jahren sollen hier noch Menschen gelebt haben. Okay, wieder Viecher, heißt Items holen. So knapp vom Level Up. Okay, die beiden sind erledigt. Hier sollen die Kollegen sein, die ich einsammeln muss. Filmsequenz. Wie kannst du mich erkennen? It's you, right? I know you look different, but somehow I can feel it. It's still you in there. Take a look. It's a lot of rust, but I'd know that green stripe anywhere. This train car's from the Yamanote line. But if this is the train, then what exactly happened here? Läuft er jetzt mit mir gleich? Possibly happened to Tokyo while we were in that tunnel. Ich würde sagen, Tokio 20 Jahre in der Zukunft. What? But that would mean that the world we've known is... Never mind. We
We need to focus on getting more information. First, we need to regroup with the other students. Dazai was around there too, if I recall. Ah, vier waren hier. Abducted. And by some kind of angel? Jo. Hab ich gerade so noch gesehen. Aufteilen? Du hast keine Kräfte. Ich schon. Du solltest vielleicht bei mir bleiben. The truth is, I can control demons. I'm with a group that's working to protect the world. They gave me a demon summoning program. Okay. Demons is trying to drag Tokyo into darkness. And we have the power. I'm not just trying to protect myself. I'm fighting to save everyone. For now, okay. Let's split up and look for Dazai. Also er kann auch hier mit den Dämonen kämpfen. Aber er selber kann nicht kämpfen. Young man, before we begin our search for the angels, I would first like to go to Tokyo Tower. Warum? If I can regain my memory data, I may be able to better support you. And if that is the case, then I believe the search for your friend will become easier. Das ist schon logisch, dass das hilfreicher wäre. Warte, ich will in das Gebiet davor rennen und gucken, ob ich irgendwo vielleicht so ein rotes Vieh übersehen habe. Einfach nur mal kurz gucken. Ey, von denen sind ja nicht gerade wenige da. Okay, ich habe keinen übersehen. Doch, ich habe einen übersehen, aber wie komme ich an den dran? Hier kann ich hochklettern. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Wieder ein bisschen Glory. Damit kann ich mir hinterher wieder Sachen kaufen. So, 7 Mimans habe ich schon. 3 weitere und ich kriege einen Bonus. Okay, ich gehe erstmal hier unten gucken. Jo, ich schlachte dich mal eben kurz weg. Schade. Ja, und dich lasse ich einfach in Ruhe. Oh, neue Viecher. Diese komischen Alraunen. Was? Ich wollte ihm eigentlich gar nichts geben. Ich habe ihm nicht mit Absicht Geld gegeben. Ich habe sogar B gedrückt. Er hat es einfach instant so umgesetzt. Ja, lass spielen. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er abhaut. Dann versuche ich den anderen zu überreden. Also auf dieses Bild zu spielen, muss ich Nein antworten. Ich bin die reine Elektrizität. Elektrizität bringt bei mir nichts. Das stimmt schon. Und das hat nicht funktioniert. Man muss erstmal gucken, was musst du denen antworten? So, nochmal ansprechen. Ich wäre die Hauptrolle, oder nicht? Ich glaube, Nebenrolle wäre richtig gewesen. Versuchen wir es nochmal. Okay. Ich habe mir durch Schnick, Schnack, Schnuck ihn gekriegt. Ja. Irgendwie fühlt es sich nicht verdient an. Eine Mandragora ist jetzt in meinem Team. Und die letzte prügeln wir so. Den Kampf habe ich YouTube, glaube ich, noch nicht wirklich gezeigt.
So, Aki ist bestimmt bei euch wertvoll, ne? Die anderen beiden hatte ich versucht zu bequatschen und erst beim zweiten hat es funktioniert. So, der Onmoraki, der macht bitte auf den anderen das Aki. Der hat sogar plus 2 drauf, das heißt, es macht noch mehr Schaden. Und jetzt kloppe ich den da weg. Und jetzt verprüge ich den einfach. Kann Pixie auch noch angreifen? Ja. Ich habe ein Level Up. Ich mach mal die Magie höher. So, und jetzt gönne ich mir die Kiste. Kein Mimann hier? Doch, hier. Die liegen aber auch immer im hinterletzten Eck. Sind aber auch nicht schwer zu finden. Tatsächlich. So, hinter dem Zug wahrscheinlich noch. Den hätte ich mir eigentlich jetzt richtig gut einen Mimann vorstellen können. Da oben auf den Gleisen. Ja, euch ignoriere ich. Was ist denn das? Glory! Man kann die also auch so kriegen. Das ist nice. So, ist hier oben noch irgendwas zu mitnehmen? Ich sehe hier keinen Mimann. Ich gucke jetzt auch noch mal da unten. Von der anderen Seite. Und da lag ich richtig. Hier ist einer. Der mit der Chuchu-Bahn spielt. Bisher habe ich diese Gruppe, die ich finden soll, noch nicht gefunden. Es ist ja schön, dass ich die ganze Zeit hier diese Punkte kriege, ne? Young man, wait. Ja. Oh, die schon wieder. Was willst du von mir? I found a bunch more stuff since last time. So now you gotta take me with you. It was a promise, remember? Warum willst du mit mir kommen? There's a certain demon I'm looking for. Okay. Kind of my other half. Yeah. My soulmate. Oh, totally. Pretty okay. Good, right? Only thing is there's like a million demons getting in my way basically every second. Und ich soll dir jetzt dabei helfen. Ach komm, ich nehme sie mit. Yay! Thanks. And you're heading for Tokyo Tower, right? Do you know about the monster? Also, sie scheint mir ja nicht mich hintergehen zu wollen. Okay, ein Amano-Saku. Okay, die nehmen nicht an Kämpfen teil, aber sie geben Ratschläge. Hallo, was bist du denn? Ja, und jetzt sind da keine Wolkenkratzer mehr. Eine Katz. Mehr oder weniger. Nee, den vor 18 Jahren habe ich nicht gesehen. Du siehst auch geil aus. Okay. Hier ist noch eine Höhle, in die ich rein kann. Da ist auch eine Quest drin. Okay, jetzt kann ich den anderen ihre Sachen bringen.
Und was ist das da für ein Ding? Eine Apsaras. Ein Gott, den ich mitnehmen kann? Ja, nein. Okay. Ich will aber zu der da oben. Okay, sie will mich um Hilfe bitten. Und hier ist bestimmt ein Mii-Mann. Einfach mal gucken. Nee, hier ist tatsächlich keiner. Und nee, die beschützt ein paar von denen. Sieht nicht aus wie eine Fee. Okay. Du bist edelmütig. Das kann man auf jeden Fall merken. Lena Zitze. Wahrscheinlich ein Succubus von der Beschreibung her. Und sie beschützt ja die Dämonen. Ich soll diese Hexe umbringen. Ja, komm. Shiba Park, war ich da schon? Ich kann halt nicht sehen, wo was ist, ne? Okay. Mir wird angezeigt, wenn ich einen vergessen habe. Aber ich kann halt von der Karte her nicht sehen, wo bin ich jetzt ungefähr. Ich soll auf jeden Fall eine Hexe verkloppen. So, Drachenlinienreise. Jetzt nutzen wir das zum ersten Mal. So, ich bringe euch was zu futtern. Zack und Süßes. Nehmt nur und feiert euer Fest. Aber haben die nicht durchgehend Hunger? Okay. Ich habe aber nicht mehr. So, jetzt muss ich mich kloppen. Mit den Nackedeien. Feuer. Wenn ihr unbedingt kloppen wollt, dann bitte. Das lässt sich bewerkstelligen. Ich mache erstmal den da fertig. Tschüss. Und wieder einer im Eimer. So, nur noch einer ist übrig, bevor die überhaupt irgendwas machen konnten. Du kannst nix, hau ab! Das sind halt Nimmersatte, die werden immer Hunger haben. Egal was passiert. Was macht der Skill denn?
Ja, ich kann Ausfall weglegen. Ja, das kommt davon, wenn man gierig ist. Und ich habe einen Spuktalisman bekommen. Von den Nackedeien. Und 100 XP für jeden. So, kann ich das Item jetzt ausrüsten? Okay, wie erlerne ich den Skill? Warte mal. Ah, jetzt kann der Spuk diese Fähigkeit einsetzen. Ja, nochmal reden brauche ich mit denen nicht. Ich reise da mal zurück. So, ich habe ein bisschen verkauft und eingekauft. Jetzt einmal kurz in die Welt der Schatten. Oh, jetzt kann ich fusionieren. Das Dämonen-Kompendium ist nun verfügbar. Ah, man kann mit einer bestimmten Kombination einen ganz besonders starken Dämon machen. Ich könnte eine fähige Göttin erschaffen mit Pixie und irgendeinem anderen etwas. Ah, ich kann ja jetzt auch sehen, was kriege ich jetzt, wenn ich das und das fusioniere. Wenn ich Peter und Pixie zusammen fusioniere, kriege ich die Seejungfrau. Also eine Meerjungfrau. Die kann ein Sturmlied. Macht halt Eisschaden. Fortuna, was machst du? Außer toll aussehen? Du wärst eine bessere Heilerin. Ich hätte ehrlich gesagt erstmal einen guten Heiler. Bisher kann ich aber nur das Ding hier basteln. Ja. So. Fähigkeiten wurden ausgesucht. Fusion! Muss ich die Viecher dann selbst nochmal einsammeln? Oh, ich habe die Sequenz jetzt übersprungen. Aber ich habe einen neuen Dämon. Und den könnte ich jetzt vom Prinzip her auch in irgendein anderes etwas stecken. Also den könnte ich jetzt mit Pixie fusionieren und hätte den Neko-Shogun. Für die Viecher hier brauche ich erstmal noch was Neues hier. Ja, komm. Das packen wir mal nicht darüber. Was ist Rakunda? Denkt Abwehr. Fusion, ha! So, jetzt sehen wir uns die Sequenz aber an. Oh, die sieht ja richtig geil aus, die Sequenz. Warte mal. So, damit ihr sie richtig sehen könnt. Fusion, ha! Ich muss die Viecher aber selbst nochmal wiederholen.
Okay. Und den Neko-Shogun, den kann ich jetzt auch wieder zu irgendwas basteln. Da weiß das Teil dann aber nicht, was dabei bitte rauskommen soll. Was ist denn das für ein krasses Vieh? Was man hier sich für krasse Viecher basteln kann. Ach, warte, nochmal zurück. Hab was vergessen. Ich habe jetzt auch mich wieder eingemacht. So, Apothese. Wunder lernen. Also, Essenzen kann ein zusätzlicher Skill erlernt werden. Zehn Glory mehr und ich könnte mir beide Fähigkeiten holen. Die Meisterfähigkeiten hole ich mir, glaube ich, als letztes. Ich hole mir mal Kunst der Essenzen und das mit den Dämonen. Nee, dass ich einen Skillslot mehr habe. So, habe ich Essenzen? Was ist, wenn ich den Onmoraki seine eigene Essenz gebe? Da passiert nichts. Hier würde ich nur Polimpa mit draufkriegen. Und hier hätte ich halt noch Bufu. Ja, ich gönne mir mal Bufu. Beißen brauche ich nicht. Na komm, den Schleim werde ich wahrscheinlich eh nie wieder einsetzen. Ich hole mir den Kodama. Hol mir dann direkt eine neue Pflanze. Den Schleim möchte ich ehrlich gesagt so oder so nicht behalten. So, aus dem Kodama kann man was basteln? Mit der Preta zusammen die Jungfrau. Okay. Jetzt hole ich mir die Pflanze nochmal neu wieder. Ich brauche eine andere Phase als Neumond, sonst bekomme ich die nicht. Haben wir auch wieder was Neues dazugelernt. So, jetzt sollte ich die doch kriegen können. Ist verbrannt. Ah, das sind XP-Viecher. Wie die Metallschleime bei Dragon Quest. Ja komm, jetzt gönne ich mir mal ein bisschen Power. So, er lernt ein Sakunda. Ja, brauche ich nicht. Ja, die lernt Sun wieder mal. So. Ist hier unten sonst noch irgendwas? Scheint nicht so. Hallo. Ich habe gegen euch noch nicht gekämpft, deswegen würde ich gern einmal. Ich mache auch extra die anderen Viecher, die Nackedeier da zuerst platt. Den einen habe ich verbrannt. So, Angriff. Ein fertig, Peter. Du hast deine Artgenossen umgebracht. Ja! Sind die schwach gegen Bufu? Nee. Doch. Oh Gott, ich will Angriffe von denen sehen. Zahn. Zahn plus 2.
So kämpfen die also. Okay, jetzt kann ich sie umbringen. Mehr wollte ich gar nicht sehen. Ufu. Hau es einfach. Agi. Spicy. Kein Skill. Können weiter. Und mir die Kisten hier oben gönnen. Zwei Grimoire und 700 Maka. Nice. Ich habe richtig viel Maka. Kann ich meine MP einmal füllen. So, Heilung. Ich hab's nötig. Und ansonsten eigentlich gar keiner. Die anderen haben nicht wirklich Schaden eingesteckt. Ich dachte, da wäre ein Mima zwischen den Felsen. Okay, da vorne wartet ein richtig großer Gegner von der Karte her aus. Ich weiß, dass man durch den Avatar die Karte nicht sieht. Aber auf der anderen Seite wäre der jetzt auch nicht viel besser. Da würde ich die Charaktere überdecken. Das riesige Felsmonster, das kriege ich doch definitiv nicht platt. Er ist dir vertraut? Okay. Hallo Gott. Ich wüsste zwar gern, ob ich dich besiegen kann, aber die Chance besteht wahrscheinlich auf null. Deswegen nein, danke. Ich will nicht kuscheln. Dich kriege ich nie im Leben down. Was ich versuchen könnte, ist, dich anzuquasseln. Warte mal, ich speichere mal kurz. Ich weiß, wir bekämpfen vom Prinzip her Gott. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben, aber ich ziehe trotzdem in die Schlacht. Und gucke, ob ich ihn vielleicht bequatschen kann. Wenn ich den im Team habe, Junge, ich recke alles weg. Sofern man ihn bequatschen kann. Ansonsten mache ich Flucht. Hallo. Welches Level hat der 48? Tschüss. Okay, Gott wird uns jetzt umbringen. Level 48. Den Kampf kann ich komplett vergessen. Drumherum hin. Ich wollte ja nur ausprobieren, ob ich ihn bequatschen kann. Das Riesenfelsenmonster, das würde mir einfach nur die Prise polieren. Ja, du hast auch Angst vor denen, oder? Okay, er ist nicht wegen dem Vieh da. Der andere hat sich ja versteckt. Und ich sehe schon, links von mir ist eine Abzesse. So, hier darf ich wieder klettern. Okay, du machst besondere Entdeckungen. Du hast da was gefunden. Was hast du gefunden? Okay, wie? Ich habe einen Lebensstein dadurch bekommen. Ah, okay, sie können aber auch einen Kampf aufdecken. Aber ich krieg zumindest irgendwas. Ein Kampf oder ich ein Item. Ich krieg was.
Und es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich einen kleinen Kampf habe. Im Gegenteil, darauf legt sich das Spiel ja aus, dass ich kämpfe. Hallo, was bist du? Mitama? Ach so, diese Mitamas, das sind diese komischen Sonnendinger da, die ich versucht habe zu bequatschen und es nicht ging. Die sind einfach wirklich nur so XP-Viecher. Oh, Quest. Ja? Okay. Der will nur ein paar Lebenssteine haben. Hier, nimm ruhig. So, was kriege ich von dir? Den Kriegsgottstalisman. Was hat denn der jetzt dadurch? Also, ich habe auch noch ein bisschen XP bekommen, aber welche Technik hat er jetzt dadurch bekommen? Freikugel X. So, hier kann ich hochklettern, da oben ist safe ein Vieh. Oh, hier oben ist so ein Stein. Na gut, den nehme ich auch. 50 Glory. Ich könnte mir eine Fähigkeit holen. Du bist ein heftiges Vieh, du bringst mich bestimmt auch instant um. Den Kampf brauche ich nicht mal ausprobieren, um rauszufinden, dass du mich umbringen würdest. Komm, ich reise mal eben kurz zurück, dass ich auch den Partnern hier eben kurz die Möglichkeit gebe, dass sie noch einen weiteren Skill dabei haben können. Sie hat hier was entdeckt. Hey, hey. 52 Marker. Nett. So, einmal kurz die Glory ausgeben. In der Welt der Schatten. Da verbannen ich und Sunny uns jedes Mal, wenn wir Yu-Gi-Oh! Spielen. Wir tun wirklich immer so, als würden wir ein Duell der Schatten haben. So, dämonische Fähigkeiten hätte ich gern. Dass die Dämonen auch mehr Techniken haben. Und ich könnte hier mal kurz gucken. Ergebnisfusion. Ja, kann ich nichts Besonderes holen. Ich hätte ja gern Fortuna, weil die so cool aussah. So, und ich habe noch richtig viele Maimans gefunden, deswegen Kadaverkaverne würde ich gerne das Item einsammeln, was die mir jetzt geben dafür. Hey, not bad. Elementtalisman. Ich habe irgendwann schon wieder eine Stoffmaske eingesammelt und dadurch irre viel Geld. Damit kann ich einfach irgendeinen Schaden auslösen. Ganz ehrlich, gib mir mal Fernrohre. So, ich habe jetzt mehr als genügend Fernrohre. Ich kann immer nachgucken, wie viel Leben die haben, beziehungsweise kann mir die Werte angucken. Mache ich auf jeden Fall bei solchen Bossen wie das Vieh hier vor mir. Also jetzt nicht die Andeutung, dass ich das bekämpfen will, um Himmels Willen, der one-hittet mich. Den Kampf kann ich nicht gewinnen. Lass mich bitte in Ruhe. Das war sehr lieb von dir, dass du mich in Ruhe gelassen hast. Da oben ist nur so ein Pflänzchen, das wir nicht mal bekämpfen müssen. Okay. Wusste man nicht, dass man die für sich beanspruchen kann? Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was macht der Elementtalisman?
Omagatoki Glück. Hat aber keiner, ne? Da war höchstwahrscheinlich noch irgendwo ein Miemann. Safe. Safe ist hier einer noch. Wenn es hier irgendwo dazwischen ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass in so einem Gebiet nichts versteckt ist. Hier ist tatsächlich nichts versteckt. Okay. Die Verwirrung ist da. Ja, du hast da hinten wieder ein Item entdeckt. Ich weiß. Da sind neue Gegner. Irgendein Musketier. Der gestiefelte Kater. Dich nehme ich gerne mit. Hey, Ziff. Okay, bei Vollmond kann ich den eh nicht kassieren. Okay, dann gehen wir in den Kampf. Leo auf die Katze. Sie bringen überhaupt nichts. Gleich Agi. Bringt einigermaßen was. Und Bufu? Der guckt die Katze nur doof. Aber interessant, dass die Tageszeiten halt einen massiven Einfluss drauf haben. Ich verbrenne jetzt erstmal die Präter. Was ich vor allen Dingen auch mal mache. Ich will mal ein Fernrohr nutzen zur Abwechslung. Ah, dann sieht man die Skills und die Abwehrtechniken. Windangriffe sind richtig stark gegen die. Nur leider habe ich keinen mit Windangriffen gerade bei mir. Ich hätte zwar noch die Katze, die Pixie, meine ich. Aber die ist, glaube ich, unterlevelt. Die würde hier nicht lange überleben. Ja, die ist Level 4, die überlebt das nicht. Also ich wechsle die jetzt ein, weil ich einen Windangreifer brauche. Aber die stirbt doch jetzt safe. Angriff. Alle Mann auf die Katzen. Danach muss ich von dem weggehen und gucken, dass Vollmond wird. Dass Vollmond rum ist. Mann, hauen die rein. Ich sag doch, die Fee verreckt. Die ist fast tot. Tschüss. Dia auf Katze. Mach beißen. Nee, warte mal. Mudo. Ich will Mudo mal sehen. Nice. Zahn. Komm, jetzt verreck, Agi. Okay, ich mach danach die Autoheilung an. Er hat Zahnbrecher erhalten. Nee, noch nicht. Ach, der ist beim nächsten. So, jetzt muss ich warten, dass Vollmond runter ist, sonst kann ich die Katze nicht kriegen. Okay.
Ich bequatsch dich. Was hat er? Okay. Was will er denn haben? Hab ich leider nicht, die 203. Gönn dir. Ich hab Kate Sif. Nice. Sind hier noch andere neue Viecher? Die habe ich ja jetzt einmal bekämpft. Sind richtig cool, die Viecher. Du hast gleich zweimal hier was entdeckt. Oh, sie hat einen Kampf ausgebuddelt. Gegen so ein XP-Vieh. Das nicht mal kämpfen will. Wow. Du hast meine Zeit gerade voll verschwendet. Oh, da sind drei Maschinchen. Und ist eine Stoffmaske dabei, weil die sind richtig wertvoll. Schade. Ah, hier ist ein Abszess. Erstmal... Nein! Scheibenbrot. Kann ich fliehen? Tschüss. Ich hätte sie auch bequatschen können. Dann hätte ich ein Item bekommen. So, Abszess besiegen. Die Jungfrau, die ich gern hätte. Die hat auch noch zwei andere Viecher bei sich. Ich denke mal, Theo ist bei dir stark. Weil du bist ja definitiv was aus Wasser. Ich gebe dir mal den Verwirrungszustand. Klappte nicht. Dich tausche ich eben kurz aus. Du hast Elektrizitätsangriffe, also kommst du rein. Und warte mal, ist Bufo bei dir eigentlich effektiv? Weil Wasser und Einfrieren blockst du komplett. Okay. Ich habe das Gefühl, das hätte mir jetzt den Hintern versohlt, der Attengriff. Alter, die ist richtig gut. Elektroscherbe. Wollte ich halt auch mal aus, wie so eine Scherbe. Weg mit deiner Abwehr. Und beißen. Schade, kein Crit. Auch mal Sand natürlich ausprobieren. Aber jetzt nicht so stark. Ja, aber der ist definitiv nur blitzstark. Also feuerfrei. Zio Marsch. Drei hier im Team, die Zio beherrschen. Ja, ist eine Statusschwächung. Ach, das ist das hier. Mein Vieh in den Gegner verknallt ist. Warte mal, ich mache jetzt mal hier Kritz rein. So, ich muss einmal den Amrita-Drink meinen Onmoraki geben. Zio! So, beißen sollt ihr mit dem Crit richtig reinhauen. Und nochmal Zio. Oh, jetzt zieht's richtig bei dem.
Entschuldigung, bei ihr. Würde ich ja gern mitnehmen, aber es geht nicht, weil du ein Boss bist. Und der Kodama hat ein Level Up. Er hat Domina gelernt. Ich habe mal Abszess vernichtet. Ja. Göttengottesstoß 2 habe ich erlernt. Assimilierung. Und ein paar Meisterfähigkeiten. Hier wäre aber grundsätzlich aus dieser Richtung trotzdem jetzt Sackgasse. Nee, ich kann außen rum. Und da sind die komischen Etwasse. Was hast du jetzt schon wieder ausgegraben? Was tust du mir diesmal an? Ein Lebensstein. Okay, das Vieh, was hier rumkreist, das greift mich nicht an. Warum auch immer. So, ich hab dich noch nicht. Das wird ein Kampf, weil da ist so ein Vieh. Oh, das blüstet. Ich nutze das Fernrohr jetzt, damit ich weiß, gegen was das schwach ist. Weil sonst kann ich es nicht one-hitten. Feuer muss ich nutzen. Also, Onmoraki, dein Job. Er hat's geblockt. Willst du mich veralbern? Agi! Nee, jetzt mal im Ernst, mal kurz gucken. Ach nee, Eis muss ich nutzen. Change. Ganz schnell irgendwen, der einen Eisskill hat. Let's go. Gib den Zug mal weiter. Habe ich Bufu? Ich habe Bufu, aber ich habe keine MP mehr. Bitte hau noch nicht ab. Der hat meinen Omraki gekillt. Ach, und wenn die sterben, sind sie für immer weg. Oder wie? Warte, Lebensstein. Nee, die sind dann für immer weg. Ja, ich habe das Vieh nicht töten können, also... Ich lach mal mit. Für einen verlässlichen Mitstreiter. Was wird's denn haben? Geisteskraft? Ach so, du meinst MP. Wie jetzt? Ach so, er ist nur tot, aber ich behalte ihn trotzdem. Okay, ich dachte, der wäre jetzt halt komplett weg. Ich habe keinen Platz mehr für ihn, sagte er. Tja. Ich wollte dich jetzt eigentlich nicht bekämpfen. Auch wenn das sehr viel XP wahrscheinlich sind. Ich habe keinen Bock rauszufinden, welche Fähigkeit jetzt bei dir funktioniert. Wann habe ich diese Juwelen bekommen? Er ist ein Blitzkämpfer. Und Bufu ist stark gegen den.
Warte mal, sind die Level 10? Die sind Level 10. Noch ein Grund mehr, warum ich die haben will. Ich könnte einen in Schlaf versetzen. So, ich will von denen gerne einen schon mal weg haben. Eisscherbe. Schade, fast zwei ausgelöscht. Warte mal, Buhu mache ich jetzt bei einem anderen. Ich würde gerne hier noch das Item holen und dann zum Speicherpunkt zurückrennen. So, weg mit dir. Und jetzt kann ich einfach Angriff machen. Ach, die Dämmerwelle haben wir vom Peter noch gar nicht gesehen, ne? Ich könnte mal ruhig ein bisschen mehr aushalten. Ach, verdorben Viecher können dann Hochpotenzial einsetzen. Warte mal. Ist es dadurch jetzt auch hier mit Elementtalisman? Muss das irgendein Vieh haben, das vom Namen her Element ist? Also vom Sein her? Wie komme ich da oben drauf? Da muss man auch irgendwie hoch können. Okay, hier bin ich hochgekommen. Jetzt bitte noch einen höher. Ach, da ist eine Treppe. Nein, ich bin vorbeigesprungen. Die habe ich auf der anderen Seite halt nicht gesehen, die Treppe. So, erstmal sammeln wir hier die Kisten ein und danach holen wir uns das Vieh da unten. So, dich nehmen wir mit. Ich kann mir eh noch keine Fähigkeit leisten. Von den Punkten her. So, jetzt nochmal Treppen steigen und dann die Kiste holen. Ich kann hier schon aussteigen. So, was kriege ich jetzt? 50 Glory! Jetzt kann ich mir was leisten. Und wie komme ich da hinten dran? Einfach hier den Sandberg hoch und hoffen, dass ich dann da hochkomme, oder wie? Also da oben ist eh nichts Interessantes von der Karte her. Aber ich hätte halt trotzdem gern gewusst, wie man da hochkäme. Oder ist das was ich mir jetzt einfach nur einbilde, dass man da irgendwie hoch könnte? Eisabschwäche erhalten. Links von der Karte her ist halt auch noch so ein Abszess. Ich will es aber nicht mehr heute durchwatschen. Anderthalb Stunden reicht jetzt für den Abend. Es ist hier 23 Uhr. Für YouTube cutte ich ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich extrem, aber heißt jetzt nicht, dass ich bis 1 Uhr nachts jetzt hier anfange zu streamen. Ich wandere jetzt zurück, speichere ab und mache noch eine Fusion. Ich gucke, welchen ich jetzt weggebe. Und natürlich gucke ich, dass ich jetzt auch noch das Zeug verkaufe. So, erstmal Welt der Schatten. So, Apothese, neue hiervon. Oh, ich kann die Resistenzen annehmen. Und Gottes Schoß 2 erweitert dein Dämoneninventar. Da muss ich ja nicht mal fusionieren zur Not. Diese Meisterfähigkeiten, die hebe ich mir wirklich zum Schluss auf.
Die brauche ich jetzt nicht so dringend. Die machen halt nur, dass ein Skill mehr Potenzial hat. Also die Reihe. Klar, mir persönlich bringt das dann was, weil ich dann einen Plus-Status drauf habe. Mit was könnte man dich denn fusionieren? Ach nee, das ist ja Essenzfusion. Mandragora. Ich könnte die Skills oder die Resistenz mir gönnen. Erstmal gucken, Skills. Bringt mir überhaupt nichts. Hier könnte ich Domina lernen. Und Zahn. Zahn würde mir was bringen. Nur Domina kann ich davon nicht gebrauchen. So, und vom Onmoraki. Ich hole mir mal die Resistenzen. Überschreibe ich die damit nur, oder... Ja, ich kann mir dann einfach das damit überschreiben. So, und du hast jetzt noch eine Blitzfähigkeit halt drauf bekommen. Was könnte ich mir denn hier überhaupt jetzt gerade zusammen fusionieren, wenn wir schon beim Thema sind? Den Caitiff habe ich ja jetzt neu bekommen. Könnte ich mir irgendeinen Vogelgott machen? Den Sandmann habe ich noch nicht. Das Vieh von gerade eben könnte ich mir fusionieren. Traumnadel. Der kann jemanden schaden und gleichzeitig ins Traumland schicken. Einfach mal gucken. Ergebnis Kompendium Fusion. Den Daimon könnte ich mir basteln. Das ist das Vieh, was man halt am ganzen Anfang umgebracht hat. Welches Level braucht man denn dafür? Ah, da oben steht's. Max-Fusion 10. Ich muss mal gleich gucken, welches Level ich habe. Den Engel könnte ich mir basteln. Aus den Onmoraki und der Mandragora. Ja, den hätte ich ehrlich gesagt gern. Nur den Dunkelheitsschaden kann ich dann nicht behalten. Aber der wirkt richtig geil. Den nehme ich. Ja, die Sequenz kennen wir ja jetzt. Ich habe ein göttliches Etwas. Oh, Hochpixie kann ich mir jetzt machen. Eine neue Pixie, die absolut scheiße aussieht. Dafür brauche ich halt Stufe 18 als Max. Aber ich habe jetzt einen Engel. So, Kadaverkaverne natürlich auch noch mal eben kurz. Mal eben kurz den ganzen Scheiß abgeben. Ich muss einfach mehr auf diese Stoffmasken hoffen. Die bringen vergleichsweise mit dem anderen Zeug einfach so viel. Ich hole mir mal von allen drei Scherben. Ne, zwei. Dass ich mal die Scherben alle habe. Ich kaufe mir jetzt nächstes Licht- und Feuerscherbe. So, und jetzt, wie versprochen, speichere ich ab. Das eine Vieh hole ich mir halt offscreen. Ja, Leute. Ich lege den Controller gerade beiseite. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, auf Twitch ein Follow da lassen, auf YouTube ein Abo. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss!